Die explodierenden Energiepreise derzeit bringen natürlich auch wieder die lokalen Debatten über die Energiepolitik, die Klimapolitik zurück oder verschärfen diese noch. Die Freiheitlichen haben sich die Ermittlung der Energiepreise auf die Fahne geschrieben. Überall, wo sie vertreten sind, haben sie dieselbe Anfrage in den Gemeinderäten gestellt. Wie haben sich die Energiekosten von 2020 auf 2021 verändert, lautet die Frage. Und im Landtag wollen sie jetzt im März dieselbe Frage stellen. In Brixen und in Lahna, in Marling und Patschins, in Geis und in Burgstall haben die Gemeindeverantwortlichen noch nicht geantwortet. Aber in Kaltern, da haben sie geantwortet und die Aufstellung schon abgeliefert. Und siehe da, die Energiekosten sind von einem aufs nächste Jahr extrem gestiegen. Nina Schröder berichtet. 287.000 Euro. So viel hat Kaltern für Strom im Jahr 2020 ausgegeben. Und im vergangenen Jahr, also 2021, waren es exakt 459.000 Euro. Eine ziemlich saftige Erhöhung also, findet der Kalterer Gemeinderat Florian von Ach, der die Anfrage gestellt hat. Das ist sehr viel. Noch dazu vor dem Ukraine-Krieg, von dem man ausgeht, dass die Energiekosten nochmal nach oben gehen werden. Also für uns ist das hier nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser massiven Steigerung kommen konnte. Insbesondere wird hier wirklich Handlungsbedarf anzumahnen sein, denn die Energiepreise werden mit Sicherheit demnächst nicht fallen. Hintergrund der Anfrage ist die Kostensteigerung im Gemeindehaushalt und die Frage, wer diese Mehrkosten übernimmt, von Ach. Wir hatten da mehrere Fragen. Die letzte zielte zum Beispiel auf Energieeinsparungen und auf Energieeinsparungspotenzial hin. Auch hier haben wir eine eher unbefriedigende Antwort bekommen. Nämlich wurde auf die Umstellung auf LED-Lampen verwiesen, das sicher eine gewisse Einsparung bringt. Allerdings wird es nicht ausreichend sein. Zudem fürchten wir, teilweise wurde es ja auch in der Antwort schon zugegeben, dass es zu Kostensteigerungen für die Kalterer Bürgerinnen und Bürger kommen könnte. Die Anfragen wurden in ganz Südtirol gestellt, überall dort, wo sich Freiheitliche im Gemeinderat befinden. Freiheitlichen Obmann Andreas Leiter-Reber. Wir haben nachgefragt in Patschins, in Kaltern, in Lahna, in Brixen, in Geis und in noch einigen Gemeinden, wo wir Gemeinderäte haben. Denn es geht uns darum, dass wir in Erfahrung bringen wollen, wie wirken sich die Stromkosten auf die öffentliche Verwaltung aus. Denn wir wissen alle als Private, wie hoch die Kosten gestiegen sind bei unseren Privathaushalten, bei den Rechnungen, die wir dort erhalten. Aber dasselbe trifft ja auch auf die Gemeinden zu und am Ende auch auf die Landesverwaltung. Und hier sind ja mit einer enormen Kostensteigerung zu rechnen, wenn wir an die Spitäler, an die Landhäuser und so weiter denken. Am Ende hat die Sause ja jemand zu zahlen und in der Regel ist es ja der steuerzahlende Bürger. Sagt also Andreas Leiter-Reber und die Kalterer Antwort auf die Anfrage scheint ihm recht zu geben.